Jetzt erkläre ich heute einmal, wie man verkauft auf Bytool. Dazu müssen wir uns als erstes einmal einloggen. Ich habe mich hier schon eingeloggt mit meinem Benutzernamen. Und dann gehe ich hier auf Verkaufen. Das ist hier oben. Und jetzt finden wir insgesamt vier verschiedene Auktionsvarianten. Wir beginnen einfach mal mit dem Verkaufen zum Höchstgebot. Das ist hier selektiert schon. Dann gehen wir auf Weiter. Und jetzt kommen wir auf eine Seite, die ist wichtig für den Eintrag, wie ich mich nachher darstellen werde. Als erstes beginnen wir mit dem Artikeltitel. Dieser Artikeltitel ist sehr, sehr wichtig. Da muss man sich sehr gut überlegen, wie man diesen Titel aufbaut oder wie ich ihn beschreibe. Denn darüber werden andere mich finden. Einmal über Baidu selbst, über die Suche. Und zum anderen auch die Suchmaschinen. Die werden diesen Titel speichern in ihren Suchmaschinen, Datenbanken und darüber werden andere Nutzer mich finden. Ich gebe das mal als Beispiel ein hier bei Google. Und hier haben wir schon einen Träger gefunden, den wir gesucht haben. Gleich an erster Stelle. Und da ist er auch schon. Wir sind schon auf Baitool. Deswegen ist es hier in diesem Titel eben halt sehr wichtig, den Eintrag richtig vorzunehmen. Ich schreibe jetzt mal Rasen, Traktor, Echo, A-216. Man sollte den Suchleistentitel besonders vollständig ausfüllen mit verschiedenen Dingen wie Mähwerk, Rasen, Kehr. Je mehr man hier ausfüllt, umso wahrscheinlicher ist es, dass man unter einem dieser Begriffe nachher gefunden wird. Die Kurzbeschreibung als nächstes ist auch sehr, sehr wichtig. Man wird, der Benutzer kann dadurch, der dieses Produkt sucht, kann dadurch einen kurzen Überblick bekommen. Auch die Kurzbeschreibung ist wichtig für die Suchmaschinen später. Ich Schnittbreite 1,7 cm. Dann kommt eigene Artikelnummer. Die eigene Artikelnummer kann man selbst vergeben, so wie man es vielleicht im Warenwirtschaftsprogramm vorhanden ist. Dann kommen wir zur Kategorie. Die ist ebenfalls wichtig, nachher, um eben halt auf Baidu gefunden zu werden. Die gehen wir ganz schnell durch. Und dann kommt die eigentliche Beschreibung des Produktes. Da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen auf ein, das kann jeder machen, wie er möchte. Wir haben dazu Hilfe der optischen Verbesserung einen HTML-Editor, mit dem man diverse Dinge ausprobieren kann und optisch die ganze Sache verschönern kann. Dann kommen wir zum Artikelzustand. Wir schreiben einfach mal Neuware. Jetzt geht es darum, Bilder hochzuladen. Man kann bis zu 20 Bilder hier auf Baitool hochladen pro Artikel und die Bilder haben dann eine Maximalgröße von 750 mal 750 Pixel. Dazu habe ich mal etwas vorbereitet. Insgesamt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Bilder und die selektiere ich jetzt einmal und komprimiere sie zu einer ZIP-Datei. Und diese ZIP-Datei können wir jetzt hochladen. Es dauert. Auch dies hier wird etwas länger dauern, denn er lädt jetzt alle 5 Bilder gleichzeitig hoch und er packt sie jetzt auf Baidu. Und man hat dadurch sehr viel weniger Arbeit, als wenn man jetzt jedes Bild einzeln hochladen müsste. Das dauert jetzt noch etwas. Sehr lange. Das ist eine etwas schlechtere Internetverbindung diesmal.
So, jetzt sind alle Bilder hochgeladen und man sieht diese Bilder hier. Das erste Bild ist immer das, das man angeklickt hat. Wir nehmen zum Beispiel das jetzt. Ist jetzt hier Bild 3 fett geschrieben. Das bedeutet, das ist nachher auch in der Auswahl beim Suchen. So, und man kann auch Dokumente hochladen, das funktioniert genauso. Und man kann Videofilme hinzufügen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel einmal einen Videofilm von YouTube. Das habe ich hier schon mal ausgesucht. Das haben wir hier auf YouTube hochgeladen. Wir nutzen dazu nur die Nummer des Videofilms per Copy and Paste. Können wir diese Nummer oder die Video-ID herüber kopieren. Klicken dann wieder auf Weiter. Und jetzt geben wir den Startpreis ein, den Mehrwertsteuersatz, dann die Laufzeit. Wir können auch die Startzeit festlegen, das würde hier über funktionieren, das brauchen wir jetzt aber nicht testen. Wir selektieren jetzt nur den Abholung mit Barzahlung, gehen auch weiter. Und jetzt können wir noch einmal den Artikel uns genauer ansehen, welche Daten haben wir eingetragen, müssen wir noch etwas ändern. Man kann auch auf Vorschau klicken, dann haben wir hier erstmal vorläufige Vorschau unseres Artikels. Man sieht auch hier die Bilder. Dann gehen wir noch einmal zurück, die Artikelbeschreibung wäre so in Ordnung gewesen jetzt, nehmen wir mal an. Klicken auf Platzieren. Wir suchen dann die Auktion. Man sieht, die Auktion ist jetzt online und wir hoffen, dass natürlich möglichst viele darauf bieten.